So, da sollten wir sein. Untertitel Deutsch, Menü Deutsch. So. Ja, entschuldigt bitte für die Verspätung. Ach, jetzt wird ja wahrscheinlich eh wieder erstmal eine Werbung kommen. Deswegen war ich nochmal kurz. So, jetzt müsste man mich eigentlich hören. Ja, entschuldigt bitte die Verspätung. Ich habe erst ein bisschen verpennt, muss ich ganz offen zugeben. Und dann hatte ich noch Internetprobleme. Irgendwie wollte das hier alles nicht so richtig mit dem Ankündigungsvideo hochladen und Stream starten und so weiter. Aber jetzt scheint es zu gehen. Und ja, ich habe euch voten lassen, welches Spiel es denn werden soll. Und ihr habt euch entschieden für Beyond Two Souls. Hat mit 4 Stimmen knapp vor Alien Isolation mit 3 Stimmen gewonnen. Dark Souls hatte eine, Valkyria Chronicles keine. Und ja, deswegen werden wir jetzt in den nächsten Streams erstmal Beyond Two Souls durchspielen. Und ja. Ich bin gespannt. Mein Verhältnis zu den David Cage-Spielen ist ja folgendes. Ich finde sie meistens richtig gut bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nämlich immer bis zu dem Zeitpunkt kurz vorm Ende, an dem die ganze Story einfach völlig auseinanderbricht. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das hier auch so ist. Und ja, die erste wichtige Entscheidung, hallo Alcrin, hallo Snorri, müsst ihr euch jetzt schon mal sagen. Und zwar, das hier wäre, ob wir es im Original spielen. Das heißt, dass die Story wild durcheinander gemischt ist oder ob wir sie neu gemischt spielen sollen, das heißt in chronologischer Reihenfolge. Mir persönlich wäre es eigentlich lieber, es im Original zu spielen, hallo Susas, weil ich eigentlich finde, wenn ein Spiel so designt wurde, dann sollte man es auch spielen, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt lieber die neue Mische haben, dann nehmen wir die neue Mische. Okay, also Susas sagt original, Snorri und Alkin sagen aber beide chronologisch. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie das Ganze chronologisch ist. Und ob es das Spiel strukturierter macht als in der Originalfassung. Gut, dann nehmen wir neu gemischt. Und im Solo spielen wir es. Erkannt, 1 Spieler. Wenn Sie mit dem Bebe. Hä? Ich spiele selten oder nie Videospiele, eindeutig. Ich spiele oft Videospiele, das ist wohl wahrer. Dieses Spiel speichert an bestimmten Stellen automatisch Daten. Schalten Sie das System nicht aus, wenn das Speichersymbol rechts unten blinkt. I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. Boah, sieht aber echt immer noch stark aus, ne? Wenn man denkt, dass es ein PlayStation 3 Spiel war. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began. I might just as well start here. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? Ah!
How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. Hey. You don't talk much, do you? Well, if you don't help me, I can't help you. Is that a scar? Is that recent? Ich bin völlig normal, glauben Sie mir. I've got to stop them. They have no idea what they're up against. Tell them to wait until I get there. Get back to them immediately, you hear me? You've Willem got to stop the foe. Them. Goddamn fools. So, das war ja damals das, das, was gezeigt wurde, als das Spiel angekündigt wurde. Offenbar ist das das Intro. Chronologisch kann es nämlich nicht, bis hier noch nicht sein, weil ich mir sicher bin, dass das Spiel als, dass man als Kind startet. Das habe ich nämlich schon gesehen. Also wenn es chronologisch ist, müssten wir eigentlich gleich in die Rolle des Kindes springen und dann bis hierhin spielen und ab hier weitermachen, nehme ich mal an. Okay, wir wissen also schon mal, wir waren in der Zukunft ganz schön scheiße. Auwei. Ja, auf Detroit Become Human freue ich mich sehr. Ich habe auch ein bisschen Angst vor, weil ich glaube wirklich, dass David Cage da so mit der Klischeekeule springen wird und so auf die Tränendrüse drücken. Ah, ich habe ein bisschen Angst vor. Ja, und enden konnte er noch nie. Also, ich bin mal gespannt. So. Ah, there you are. How you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're playing and all, but I believe it's time, honey. Ja doch, eigentlich, ich glaub schon, dass SWAT-Polizisten auch andere Polizisten festnehmen dürfen, wenn sie sozusagen im Weg sind und die den Weg versperren. So, okay. Come on, girl, you'll have plenty of time to play later. Na gut, dann komme ich halt mit. Musik ist. Achso, ist eigentlich der Sound in Ordnung?
Soweit hat man mich gehört wegen der Cutscene und so. Und hört man das Spiel gut. Puh. Ja, und jetzt? Dummer Doktor. Ah. Gedrückt halten. X. Achso. Come on, Jody. Okay. Wir werden also konstant überwacht. Ich weiß tatsächlich über Beyond, so ein, zwei Szenen kenne ich. Und ich auch nicht immer besonders toll fand. Andere sahen dafür wieder ziemlich cool aus. Das ist tatsächlich das David Cage-Spiel, das ich das wenigste weiß. Na gut, dann... Die Eingaben tauchen ein bisschen spät auf. Ich hoffe, ich verpasse keine Steuerungseingaben. Oh, ich werde dich später alle in die Luft sprengen. Behaupte ich. Hello, Precious. Don't you look pretty today? Here we are. Ja, ich weiß, dass ich mich so umsehe. Danke. Hier rein? Okay. Hey, Jody. How's your day been so far? Pretty good. Okay, also den rechten Stick einfach mal in die Richtung drücken, wo es ist. This on now. Remember? It's just like a crown. Oh yeah. Oh, now you're looking. Yes, I'm a real princess. Of course. Everything's gonna be fine. I'm right next door if you need me, okay? Hey Jody, can you hear me? Yeah. Okay, let's start. Kathleen is next door. And she has the same cards as you. And we're gonna get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. You think you can do that? Lass mich raten, die wollen uns wieder für irgendeine Art Superwaffe benutzen. Good. All right, let's go for it. First card. Ein Dreieck. Ah, okay. Jetzt sind wir offenbar Aiden, der Geist. Dass er Aiden heißt, weiß ich schon. Stern, okay. Next card. Achso. Ich fange mal wieder hier an, nicht da, wo ich hin muss. Okay, ich steuere ein bisschen komisch. Viereck. Next card. Wasser. Very good, Jody. Let's try something else. There's some building blocks on the table in the other room. You think you can make them fall over? Das wird die arme Frau gemobbt. Ich finde immer noch, Willem Dafoe sollte mal den Joker spielen. Dieses Gesicht ist perfekt dafür, das stimmt. Und die Geschichte erinnert ein wenig an Stranger Things. Ja, Stranger Things habe ich nicht gesehen. Steht bei mir auch nicht wirklich auf der Liste, muss ich sagen. So... Ja, die Frau wusste offenbar nichts davon.
Also ist es vom Start an, von Anfang an bekannt, dass sie diese Fähigkeit hat. Karma schreibt Beyond Two Souls. Hallo Karma, war schon ein tolles Spiel. Das will ich jetzt herausfinden, ob es das war. Eindeutig, wie generell alle David Cage-Spiele, die Settings waren immer super. Ja, wie gesagt, ich bin großer Fan der David Cage-Spiele, immer bis kurz vor Schluss in der Regel. mal sehen, ob das hier auch wieder so wird. Obwohl er schon halt eine sehr plumpe Art hat teilweise, besonders wenn er Emotionen triggern will, das macht er halt auf niemals so subtil wie andere Entwickler. Und ich glaube, er hält ein bisschen zu viel von sich als Schreiber. Aber so. Ja, Alkin, das scheint von Anfang an bekannt zu sein, dass sie die Fähigkeit hat. Und ich nehme mal wirklich fast an, dass die Menschheit das irgendwie nutzen möchte für irgendwelche Shenanigans. Finde ich jetzt zum Beispiel schade, dass man nicht mehrmals mit was interagieren kann, sondern nur einmal. That's it. I'm sorry, but I'm done. The door's locked. I'm telling you. No, Kathleen is not locked. It's probably get me out of here now. Calm down, Kathleen. Go get the door. You have to stop now, Jody. The test is over. You need to stop. I can't. We're not leaving. Aha, okay, wir haben also unser Geist nicht unter Kontrolle. Was sind das eigentlich, Dreiecke? Ja. Das hat schon Spaß gemacht. Jody, it's over, Jody. It's over. It's over. Ja, wir missbrauchen dich zwar für unsere Experimente, aber komm her, Liebes. It will never be over. Okay, Snowy schreibt, ja, am Ende dreht er immer etwas stark durch. Wird hier so etwa in 2 Stunden sein, nehme ich an. Wir spielen chronologisch. Okay, bin gespannt. Sie und Prozent der anderen Spieler haben diese Wege genommen. 65% haben das Experiment abgebrochen. Nicht gespielter Weg. Also wir haben das Experiment abgebrochen und wir haben Kathleen in Ruhe gelassen. Wie 74% der Spieler auch. Ah, wollte er hier so ein bisschen Telltale-Anleihen machen, ja? Holy cow. Wer schenkt denn so ein Spielzeug? Okay. Merkwürdiger Schnitt. Hey, honey. You can't spend the whole day looking out the window. Why don't you find something to do? Ey, das sieht echt gut aus dafür, dass es ein PlayStation 3 Spiel war. Ist schon krass. Ah, und wir wirken nicht, als wären wir ein besonders glückliches Kind gewesen, aber verständlich, wenn mit uns Experimente durchgeführt werden und so. Und wir einen merkwürdigen Geist in uns haben. Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich The Ramen schon mal gefragt habe, ob es die Auflösung ist, aber ich
theoretisiere jetzt mal right off the get-go, dass Aiden unser verstorbener Bruder sonst die was ist. Irgendwie sowas. Weil Beyond Two Souls und dann diese, sie hat einen Geist in sich, das weist für mich irgendwie darauf hin, dass Aiden unser Bruder ist, der gestorben ist. Come on, honey, I gotta get dinner ready. Ja, ihr kümmert euch aber auch alle sehr gut um das Kind. Alexa. Can I have a cookie? It's almost dinner time, sweetheart. You eat a cookie now, you won't eat your dinner. Ah, das heißt wahrscheinlich versuchen wir die Kekse da runter zu boxen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie da mit diesem Plot-Twist jetzt hier lange hinterm Berg halten oder eher nicht so. Oder ob es die große Auflösung am Schluss sein soll. Ach, Snorri schreibt gerade, das wird auch ziemlich früh erwähnt. Ach, ich gehe. So, ich will jetzt hier mal nicht zu viel stänkern und mir die Kekse mit Aiden holen. Auf Detroit bin ich halt deshalb gespannt, weil da wieder dieser Ansatz gewählt wird mit den mehreren spielbaren Charakteren. Was ich an sich ziemlich, ziemlich cool fand. Aiden ist ein kleiner Mobber. Kann es sein? Kann es sein, dass er ein bisschen sauer ist, dass er nicht auf die Welt kommen durfte oder schon wieder raus ist aus ihr? Ich vermute mal gar nicht, er ist auf die Welt gekommen. Was wollte ich sagen? Aber Heavy Rain ist, finde ich, mit Abstand das Spiel, wo es am Ende halt völlig auseinandergebrochen ist da dran. Ich bin mal gespannt. Also wenn ich in Detroit merke, dass ein Charakter von beschützt wird, dann werde ich schwer sauer. Hallo Guilford. Aiden tut doch nichts, der will doch nur spielen. Genau. Steuerung ist ein bisschen unpräzise, ist nicht die Richtung, die ich gedrückt habe, aber na gut. Aber man sieht schon, das sind hier alles so Elemente, dass man sich überall hinsetzen und überall hinlegen kann und so. Und alles so Elemente, die sich dann Life is Strange später genommen hat und besser gemacht hat. Ein Stück weit. Dem dann Max zum Beispiel nachdenkt. Das finde ich ein bisschen unpräzise. Ach so, sorry. Okay, wir haben sehr vielfältige Bilder. Mal. Honey, would you do me a favor? Could you get me a bottle of oil from the garage? Sure, no problem. Ach, machen wir doch. Na dann, mal auf zur Garage.
Vermute ich mal. Nein, nicht hier lang. Kann ich irgendwie beschleunigen? Nein. Moment, nee, da war nur ein Raum. Hier wahrscheinlich, oder? Mama, wo geht's zur Garage? Hey, what's going on? Nothing. I just wanted a hug. Come here. Das finde ich schön, dass da was passiert, wenn man sie mehrmals anstupst. Okay, I gotta get back to work. Dafür schafft man sich Kinder an, um sich Sachen bringen zu lassen. Naja, ich glaube, das ist bei den meisten nicht der Grund. Da ist dann wahrscheinlich der Aufwand größer als der Nutzen. Weihnachtsbaum. Wo ist denn die fucking Garage? Ist die Tür hier hinten, in die ich nicht rein konnte? I'm verwirrt. Sorry, Mama, hab vergessen, wo die Garage ist. Hier ist sie, hab sie gefunden. Was ist mit diesem Haus verkehrt? Sie hatten Gruselteddy, die haben merkwürdige Wesen, Frauen, Gruselfrauen im Keller. Halt die Klappe, Aiden. Mich schüchterst du nicht ein. No, don't close the door. Stop it. Stop it right now. Oh. Grauton ist aber parteiisch. Wenn es keine Kinder gibt, kriegt er kein Geld. Richtig. Und außerdem wäre dann unsere Welt ein wenig fucked, wenn es keine Kinder mehr gäbe. Filmtipp an dieser Stelle übrigens: Children of Men. Ein sehr, sehr, sehr beeindruckender, sehr, sehr cooler Film. Thanks, sweetheart. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich hätte es halt gerne im Original gespielt, aber ich glaube halt, dass dieser neue Mix sehr viel mehr Sinn machen wird. Hey, sweetheart. Why don't you go outside and play? I'll call you when dinner's ready. Gut. Weil ich ja gehört habe, dass das Spiel nicht auseinandergeschnitten wurde, weil es ein großes Puzzle ergeben sollte, sondern einfach nur, damit es interessant erzählt wirkt. Und unkonventionell, aber dass das nicht so wirklich der Fall war. Kann ich nicht beurteilen, hab's nicht gespielt im Original, werde es mir aber auf jeden Fall nochmal angucken danach. So, ich werde mir ja sicher noch was anziehen, bevor ich spielen gehe, oder nicht? Jacket, yes. Raus! Hast nur gesagt, raus! Ah. Animation mag ich sehr gerne, muss ich sagen. Dass sie auch so mit den Armen schwingt und so. You don't care, do you, Aiden? You never get cold. Kann ich nicht eben noch irgendwas?
appetite and I don't feel like playing. Ja gut, dann nicht. Hörst du mal auf, automatisch irgendwo hinzulaufen? Hier rüber? Nee. So, muss ich jetzt selber hin oder muss ich die mit Aiden mobben? Och nö. Wenn mir Charaktere sterben werden in Detroit, wird es nur durch die Steuerung sein. So, Moment mal. Naja, einen richtigen Mix haben sie vor allem zwischen ruhigen und geladenen Passagen hin und her gewechselt. Aber manchmal tut es auch ganz gut, dass es auch mal länger ruhig bleibt. Ja, hier wird es jetzt halt wahrscheinlich immer weiter hochschaukeln. Ja, waren quasi ein paar Erholungspausen zwischen der Action. Die ist exakt wie ein Mädel aus meiner früheren Gruppe. Also bis auf den Geisterbruder. Ja, jetzt Kinder ärgern. Was soll das Kind auch allein im Garten? Ist doch kein Hund. Ja, aber Kinder können sich auch alleine beschäftigen, kann ich aus Erfahrung sagen. Zumindest in dem Alter können sie das. You're gonna get creamed. Dieser Satz hat in ein paar Jahren eine ganz andere Bedeutung. Ah. Hier entscheide ich, wen ich abwerfe und wen nicht. Putz! Ja, es wirkt halt durch die gewählte Steuerung alles so ein bisschen steif. Damit muss man leben, wenn man mit anderen Kindern eine Schneeballschlacht macht. Ja, natürlich war es der Rotschopf. Ja, ey, sie hätte mir die Steuerung ruhig ein bisschen besser erklären können. Ah, ich will ihn nicht würgen, lass. What's going on here? She's a witch! I'm telling you! Jody,
Come on, let's go. Come on. Get in the house. What happened? What were you doing in the street? You know you're not allowed to leave the yard. I saw the other kids playing. I just wanted to have some fun. What did you do to that boy? Philip. I didn't do anything. I didn't do it. He was trying to defend me. He thought... I'm sick and tired of your stories. Jody, this time you're really gonna get it. And now... Wollte der uns gerade hauen? Meine Tochter muss als Kind mit einem, mit ihrem toten Geisterbruder zurechtkommen. Oh Mann, ey. Das meine ich mit ein bisschen plakativ plump auf die Nase geschrieben. So, und das wird jetzt sicherlich zu der Jugendmobbing-Szene führen, oder? Das ist nämlich die einzige, die ich noch kenne. Mommy. I'm afraid of the monsters, Mommy. They're gonna get me. And you know monsters don't exist. But I'll leave the light on and the door open, okay? Get some sleep, sweetie. Du hast einen Geist in dir. Monster gibt es nicht. Susan, that's no little girl. Susan, that's a monster. Don't you dare talk about her like that. The things that are happening around her, they're not normal. And they're getting stronger, for the love of God. Susan, what's to stop her from turning on us? Oh, don't be ridiculous. Susan, that thing is like an uncontrollable animal. We have no idea what it's capable of. We have a demon living with us right under our own roof. Susan, this is going to stop. And it's going to stop now. Before we end up crazy or dead. We agreed to look after a little girl, Susan, but not this. Ah, okay. Not this. Also nicht unsere echten Eltern. Das war doch recht eindeutig. Ah, okay, man wird begrenzt in dem, wo man hin kann. Simuliertes Bettenwälzen und Einschlafen. Fast so spannend wie der Quicktime-Sex. Bin gespannt, ob es den auch wieder geben wird. There's no reason to be scared, Aiden. We're going to sleep and nothing is gonna happen. Warum haben wir einen Horrorhund in unserem Zimmer? Jody! Jody! Are you right? Oh my God. What happened, Sunar? You told me monsters didn't exist. You were wrong, Mommy, you were wrong. Die Kleine spricht sehr gut, muss ich mal sagen. So, 98% der Leute haben wir keinen Keks gegessen. Ja, das hätte ich auch so gefunden, hier gleich rumzuprovozieren.
Ah, wir haben die Garage rechtzeitig verlassen, da wäre also noch was passiert. 72% haben sich gut genommen und 80% haben den Schuhkarton übersehen. Okay. So, wieder ein Stück älter. Ich muss sagen, ganz oft weiß ich. Ach so. Okay. Ach so, schalte mal Boni frei. Okay. Nee, ich glaube, wir sind gleich alt, ne? Immer noch. Das ist jetzt direkt im Anschluss. My name is Nathan. Nathan Dawkins. Aber es ist doch dann schon wieder nicht richtig chronologisch jetzt gerade. Wir haben ihn doch schon längst gesehen. Der hat uns doch schon gedrückt und wirkte so, als ob er uns lange kennt. That is, if it's okay with you, of course. Hallo Hide. Jody, my job is to study strange events. Stranger things. Like the things that happen around you, right, Jody? Yeah. Your mother tells me you have an invisible friend. Yeah. This friend, has he been with you a long time? Since you were born? Is he a ghost? Or a spirit of someone who passed away? Karma, das Ding ist jetzt die PlayStation 4 Version und weil viele damals den Aufbau des Spiels nicht mochten, dieses Zerhackte, hat Sony nochmal eine Version oder hat Quantic Dream noch eine Version gemacht, die chronologisch ist und wir haben vorhin abgestimmt und da wurde sich entschieden, dass wir die chronologische Reihenfolge spielen, deswegen. Also wir sind jetzt in chronologischer Reihenfolge gerade. Ja, deswegen. Okay. Ach, okay, nach einer Weile wird einfach eine Antwort genommen, okay? Ah ne, weil es direkt danach, da haben wir auch noch die Kratzer am Arm und so. Mind if I take a look? So, this thing is your friend and he's connected to you with some kind of cord. Is he here right now?
tell him to do something? Okay, aber das ist ja aber jetzt gerade nicht wirklich chronologisch, was hier gerade passiert. Well, maybe he'll show up later, after we get to know each other a little better, right? Did he do that to you? No. That was the monsters. Arme Kleine. Ja, entschuldigt, dass ich euch jetzt hier in die Entscheidung nicht so reinbeziehe, aber da müsste ich euch halt durch jede einzelne Antwort voten lassen, weil mir nicht immer ganz klar ist, was jetzt gewertet wird und was nicht. Aber ich glaube, es hat auch keine Auswirkungen. So, wir haben Aiden gezeichnet, wie 75%, und nur 19% haben, wie ich, die Zeit verstreichen lassen und Aidens Kräfte nicht gezeigt. Na gut, aber da stand neu gemischt, spiele Jodys Erlebnisse in chronologischer Reihenfolge. Also, sie haben es so drunter geschrieben. Aber ja, also, sagen wir mal halbwegs chronologisch. Jetzt haben wir erfahren, wie wir hierher gekommen sind in dieser Anfangsszene. It won't be for long. Just long enough for them to find out what's going on. Finden die auch, dass sie aussieht wie Catelyn Stark, die Mutter? Just for a couple of days. You'll see. Time will go by fast. Susan, we need to go. There's no reason to drag this out. Be brave, darling. You're strong. I know you're strong. Here we have a better chance of understanding what's happening. We can find a way to protect you. Nobody can protect me. Your belongings are in that bag over there. Cole and I are right next to you. Ja, sie scheinen erstmal unser Bestes gewollt zu haben. Aber ich würde immer noch behaupten, die wollen es für irgendeine Art von Superwaffe benutzen. Irgendwie sowas, das wäre typisch menschlich. Good night, Jodie. All right. Find somewhere to change. Hope they haven't put cameras in here too. Müssen wir mal angucken, mein Bart. Ja, alles ein bisschen zu groß für ein Kind, ne? Na gut, okay. Ja, ich fände es sehr angenehm, wenn es nicht das Superwaffending wäre. Im Moment sieht es aber so aus, als wäre Aiden einfach gefährlich. Sollte das so, dass sich das überlappt?
Ohne unseren Hasen geht's natürlich nicht. Licht ausmachen müssen wir offenbar nicht. Das scheint nicht unsere Aufgabe zu sein. Nee. Na gut, dann ab ins Bett. Schnuffel muss ran. Jetzt kommt's, das Monster ist Hasen. Ich würde mal annehmen, dass das eine erfundene Stelle für Paranormales ist. I'm gonna turn out the light now. Good night, Jody. Wait. Can you leave the light on in the hall? I don't like it when it's dark. Sure. How's that? Good. Good night. Night. Don't be afraid, Aiden. We're gonna have a good night's sleep. And nothing is gonna happen. Das ist echt ein bisschen lächerlich. Man muss nicht alles interaktiv machen. I can't sleep, Aiden. I think I need a story. Okay, das ist eine ziemlich coole Szene. Okay, also Aiden ist gar nicht böse, also das ist wirklich so eine Art Monster. Okay. Ja, das ist visuell ziemlich, ziemlich cool, muss ich mal wirklich sagen. Geh weg. Ja, also gar nicht Aiden ist böse, sondern diese Monster. Oder die sind halt eine Seite von ihm. Die Seite, die sauer ist, tot zu sein oder so. Hallo? Aber ganz schön lange. Das muss doch der Typ mal bemerkt haben, oder muss ich jetzt noch weg hier? Nee. My God, Jody. Get a doctor. Hurry. It's okay. It'll be all right now. Hayden isn't scared of them anymore. Oh nein, schwebende Lampen, ist Jody etwa doch ein Jedi? Oder Jedis haben alle tote Brüder? Wobei Jody, Jedi, viel Unterschied im Namen ist daher auch nicht.
Die erste Nacht. Existenzenlehrling. So, 36% der Leute haben wie ich Dawkins und Eltern nicht ausspioniert. Oh, hätten wir machen können. 95% haben die Existenzen besiegt. Jawohl. Und 91% haben Cole aufgeweckt. Tell you this, Jody, so I'm just gonna tell you. Your mom and I, we've been transferred. We have to leave the base. We really want to take you with us, but we think everyone thinks that it would be better for you to stay here with Professor Dawkins. Of course, we'll come to see you whenever it's possible. And when you're better, you'll join us in our new home. Okay? Well, I think it's for the best. Goodbye, dear. Ich möchte lieber gerne hören, was gesagt wird. Der Typ ist unfassbar einfühlsam. Eindeutig ein Familientyp, ja. Gotta go, Susan. Just give me a minute, Philip. That's enough, come on. Finde ich wirklich nicht ganz unrealistisch, weil Kinder ja oft ihre Wut noch nicht so kontrollieren können. Und naja, wenn ein Kind nun mal einen Geisterbegleiter dabei hat, beziehungsweise Aiden, ja, das ist, macht. I know how you feel. But you made the right decision. Nicht aus Bösartigkeit, aber einfach aus es nicht kontrollieren können. Die hat ja nun deutlich mehr zu verarbeiten als nur ein normales Kind. Wobei man schon ein bisschen verstehen kann, wenn das Kind jeden Tag irgendwelche gefährlichen Dämonen anschleppt, könnte das einen nach einer Weile belasten können. Das stimmt. Ja, 62% der Leute haben wie ich Jodys Vater gewürgt. Vater. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Auswirkungen hat. Ich glaube, das sind eher Entscheidungen von einem selber. Ah ja, jetzt kommt die Szene, die ich so dämlich fand. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Jody, you've been begging me for weeks. You're not gonna back up now. I don't know anybody there. They might all hate me and... Stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. I'm sure everybody will like you. You'll have fun, maybe. Von den schlimmsten Mobber-Teenies aller Zeiten. Das hier war tatsächlich die Szene, warum ich es damals nicht gespielt habe. Oh, don't forget your present. It's a book of poetry by Poe. It's 50 years old and very rare. I'm sure she'll like it. Don't worry. It's going to be all right. Wenn Erwachsene Geschenke für Teenies aussuchen, die sie nicht kennen.
Weil das hier kann ich vorab sagen, das hier finde ich wirklich schlecht geschrieben. Das ist so plump. Alle Teenies sind böse Mobber. Rache. Dass ich halt wirklich damals dann dachte, okay, brauche ich nicht spielen. Aber dann habe ich halt mehr und mehr mitbekommen, dass da auch ziemlich viele coole Szenen drin sind. Und finde den Anfang jetzt auch ganz gelungen. Auch wenn hier und da es auch schon ein bisschen plump wird. Jody, come in. Hi. Hey, Kirsten, you come in, I gotta go. Come in, Jody, don't be shy. Hey, Jody, right? Come on, we're in the living room. Some girls from my school and the least dorky guys we could find. Oh, is that a present for me? Cool, thanks. I'm off, darling. Look after your friends and don't do anything stupid, all right? Sure, Mom, whatever you say. Finally, she gets the hint. Hey everyone, this is Jody. She's in Unit 4 with my mom. Unit 4? The paranormal department? Ooh, what you do there? Bend spoons or speak to dead people? Stuff no. like that? No. Yeah, party time! I'll get the beer. Guys, do the shutters. Girls, do the candles. And Jody, you can take care of the music. Let's get crazy! Menschen, die dieses Buch kauften, tauchten auch Steuererklärungen leicht gemacht. Rock. Pop. Wahrscheinlich angemessener. What kind of garbage is that? Slide over. We'll put on something from this century. Something really popular. Das ist Pop jetzt? Fand ich meine Musik besser. Yeah, look how they get crazy. You're a genius. Jody, you want one? Ja. Yeah, cool, sure. Dazugehören und so, ne? Hey, don't choke on it. I bet it's your first time. No, I've had some before. Ach, das darf ich jetzt nicht sagen, ja? Da darf ich jetzt nicht zugeben, dass es mein erstes Bier ist. Aber insgesamt hat die Mutter das Bier mit Apfelsaft getauscht. Warte, ich habe die das erste ausgetrunken? Ich wollte es wieder wegstellen, darf ich nicht. Na gut, dann nicht. Nein, ich besaufe meine Jody jetzt nicht. Oh, ich hasse diese Halbkreisdinger. Die haben mich bei Heavy Rain einen fucking Charakter gekostet. Kann die nicht, ich kann die einfach nicht. Gut, aber ich habe das Gefühl, es ist egal, wie lange wir das jetzt machen. Hier schreibt Blauton. Ja, ihr wollt jetzt, dass ich mich besaufe hier, ja? Ich glaube, ich kann aber nicht mehr, ne? Nee. So, ganz demonstrativ, alle warten, bis ich weg bin. Hi.
Hi, I'm Matt. Jody, right? I've never seen you at school before. You don't take classes on base? I'm in a different program with my own teacher. It's kind of boring. I never get to see people my age. I suppose I've gotten used to it. So you work with Kirsten's mother? Yeah. We work in the same lab. She thought it would be a good idea for me to come and spend time with people my age, so here I am. I used to live in London before I moved here 2 years ago. And you? Where did you live before? On the base. I've always lived there. I was born there. Do you have any hobbies? Anything you do for fun? Divide. I surf any chance I get, and I play in a band with a bunch of friends. What are you into? It's gonna sound really boring. I like to read, and I like sports. I mean, I can't leave the base, so it sort of limits things. Can I ask you something? Why are you in Unit 4? Ja, bis jetzt ist es auch noch gut geschrieben. Man weiß halt schon, worauf es hinausläuft. Ja gut, jetzt habe ich bisher die... Nein! Damn it! Okay, wenn man Pause macht, entscheidet er danach offenbar einfach. Slow dance. Are you up for it? Yank tans. Sure. Ich dreh doch, Mann! Was soll ich machen? Ich hab doch gedreht. You know, I'm sure you hear this all the time, but you're really pretty, you know. Ironisch. Do you say that to all the girls you meet? You're not like other girls. I mean, there's something special about you. I think you're pretty special too. No. So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Das sagt ihr jetzt mal. Weggehen oder küssen. Warum ziehen diese Phrasen eigentlich immer alle ab? Ja, das ist eine gute Frage. Weggehen, weg. Also hätte ich es entschieden, wäre ich jetzt auch weggegangen, weil ich das jetzt nicht realistisch fände, dass sie sagt, ja, mein erster Kontakt mit Teenagern, süßer Junge, ja, jetzt geht's los hier. Oh nein, nicht schon wieder ein Teenie-Film. Thanks for the dance, Matt, but I think I'll pass. Nehmen Sie das jetzt als Aufhänger. Forget it. It's just a little bull. Yeah, come on, Jody. Show us what you can do.
Okay, Jody, you up for demonstration? Okay. Ablehnen, keine Kräfte oder akzeptieren. Das sind jetzt, finde ich, schon Sachen, die kann ich mal euch entscheiden lassen. Weil es ist ja doch schon so grundlegend, wie wir uns mit anderen verhalten. Akzeptieren. Ja, lass die Bude rocken. Keine Kräfte, sagt Hide. Und keine Kraft. Okay, jetzt haben wir zweimal benutzen und einmal keine Kraft. Moment, dann hole ich hier jetzt mal wieder meine Münze. Wenn ich mein Portemonnaie sehe. So Leute, ich finde gerade heraus, dass ich nicht weiß, wo mein Portemonnaie ist. Ach, da. So. Wir nehmen 2 Euro. Mal gucken. Also, sagen wir mal, Kopf ist Nachdenken, keine Kraft. Und Zahl ist Zahltag. Zahl. Also, wir benutzen unsere Kräfte, wenn ich es denn noch drücken kann. Alright, thank you. Oh. So, what are you gonna do, Jody? Just be quiet and don't move. Ooh, I'm scared already. I just want my pants. Shut up, Steven. Nein, ich will keine Menschen angreifen. Shit, man, what the hell was that? The TV, look at the TV. Wait, can you hear that? It sounds like a voice. Ah, nee. Ich will ja hier nicht totales Chaos machen. Reicht das nicht? Okay, I've had enough. Yeah, me too. That was really scary. I didn't mean to frighten anyone. Sorry, I... You know, you guys insisted and... Right, okay, guys. It's time to eat that delicious cake. And most important, to open my birthday gifts. Actually, the cake can wait. I'm opening my gifts first. Love, Jen, XXX. Aw, that's nice, babe. I bet it's knee socks. A thong! Just exactly what I needed! Now you can stop stealing your mom's. And improve your chances of finding a decent boyfriend. My future lover wants to thank you for making his life more interesting. What is that? An old book. It smells funky. It's a really rare collection. Poems by Edgar Allan Poe. Edgar Allan who? What, did you steal this from your grandpa's library? No, and it's really rare. Yeah, just like your dress. Ja, und ab jetzt geht's los, was ich meinte. I can't believe you came all the way to my birthday party just to give me this old crap. And she thinks she's so clever, but she's just a little lab rat. A freaky little lab rat. Yeah, she's been following me around like a puppy all evening, begging for it. Oh, and she's a slut too. I never wanted to invite her. My mom made me. Yeah, she's a slut. A slut and a witch. We should, like, do something to her. Ich würde mich mit der Witch-Slut nicht anlegen. You burn them. Ah! Get her!
Das ist halt so scheiße geschrieben, ja. Jugendliche sind manchmal doof. Aber dass eine ganze Gruppe so, oh, wir sind eigentlich ganz normale Teenies, verbrennt sie, drückt eine Zigarette an ihr aus, umzingelt sie und bedroht sie. Es ist halt so schwarz-weiß. Es ist halt geschrieben, damit man Mitleid mit ihr bekommt. Und das kann man einfach besser machen. Ich schüttle doch. Ich schüttle. Ich schüttle. Please, please let me out. The first moment I saw it. I'm begging you, please let me out. Please. Did someone say cake? Please. Yeah, all this excitement is making me hungry. I want to get out. I'm begging you. Please let me out. Jetzt werden wir Harry Potter. Das ist halt wirklich schlecht geschrieben. Das ist dieses Plakative und dieses Plumpe, wenig Subtile, wo ich halt... Get me out of here. Ja, genau. Please. Hör auf, die Kräfte sind echt gruselig. Hey, wir mobben sie jetzt alle mal. Und da habe ich halt, wenn David Cage sich diesem Thema Menschlichkeit und wann ist ein Roboter oder ein Android ein Mensch und so, Rassismus, wenn er sich damit auseinandersetzt, da habe ich echt Bammel vor. Weil ich nicht glaube, dass er das subtil schreiben kann. So, aber jetzt wird hier mal randaliert, ey. Darf ich nicht randalieren? Ich darf nicht randalieren. Oh, dann randaliere ich halt nicht. Gehen oder Rache? Das überlasse ich jetzt euch. Hier kommen die Entscheidungen, wie ich wirklich bei euch weitergeben kann. Susa schreibt gehen. Wenn der Herr das, ich kenne, was bei Rache kommt, bei Gehen noch nicht, daher Gehen, okay. Hier schreibt, wenn der Herr das schon so mühsam inszeniert, kannst du auch randalieren. Jetzt fehlt uns nur noch Snorri. Ich würde mal annehmen, Guilford, dass wir bei Gehen einfach gehen. Weinend gehen. So, ich warte noch ganz kurz auf Snorri. Ja, aber scheinbar gerade nicht antwortet. Von daher wären wir jetzt bei zweimal gehen. Was tatsächlich, glaube ich, so wie ihr Charakter geschrieben ist, auch eher reinpassen würde. Würde ich mal behaupten. Wir wollen ja das Mitleid noch so richtig schön reindrücken. Tja. So, 67% der Spieler waren wie ich nicht betrunken. 44% haben Matt weggestoßen nur. 25% haben das Haus früh verlassen. Ach, es gibt noch zwei unentdeckte Wege, okay. Und 36% haben die Kräfte vorgeführt. Okay, es gibt also noch unentdeckte Sachen.
Ja, und mit Matt, auch das, ja, es wird halt so geschrieben, dass er sie einlullt mit Absicht und so. Und es ist passiert genau dasselbe, wenn man ihn küsst. Dann ist halt auch so, ja, voll die Schlampe. Und das wird halt ausgelöst durch ein Buch. Was sicherlich kein cooles Geschenk ist, aber ja. Und ja, Jugendliche sind manchmal Arschgeier, aber damit sie sowas machen, muss schon einiges passieren. Und vor allem gehen die allermeisten Jugendlichen nicht so vor, dass sie systematisch jemanden glauben lassen, sie mögen sie und dann sie ins Untergehen. Gibt's natürlich auch, aber so eine Ansammlung, dass einfach alle auf dieser Party die schlimmsten Arschloch-Jugendlichen sind, ist halt, naja, ne? Man erkennt ganz klar, warum es so geschrieben ist. Please, Nathan, just this once. All the other girls in my class are going and I won't be late, I promise, okay? You're wasting your breath, Jody. It's just not fair. How come everyone can go and I can't? I do everything you ask of me all week and I never get to have any fun. For the 100th time, you're not like everyone else and there are rules. Well, I didn't ask to be different. I just want to go out and have friends and be like other girls my age. You'll never be like them. You need to get used to that. Good night. Darf ich mal anmerken, dass die Kleine besser gesprochen hat als Ellen Page? Okay, next door. Let me know if you need anything. Vielleicht ist einer das Arschloch und die anderen nur Mitläufer. Naja, aber es war ja alle gleichzeitig. Also, naja, gut. Wie gesagt, na klar können so eine Szene in der echten Welt stattfinden. Menschen sind Arschgeier. Teilweise. Aber man merkt halt einfach ganz klar, wie diese Szene geschrieben und es ist und was sie beim Zocker bewirken soll. Bei mir bewirkt sie halt genau das Gegenteil. Moment, 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 Moment. It's Saturday night and I'm locked up in here. Come on, I just want to go out and have some fun. I can't do it, babe. Rules are rules. I hate you, Cole. And I hate Nathan. And I hate everyone in this rotten fucking place. I know you don't mean it, Jody. Nathan just wants to protect you, that's all. Ja, das wiederum finde ich jetzt zum Beispiel wieder sehr nachvollziehbar. Das ist wieder sehr nachvollziehbar geschrieben. Dass, ja, sie ist halt ein Teenie und sie will ausgehen und der Körper und das Gehirn und die Hormone sagen ihr, mach was, erleb was. Es ist ja zum Beispiel so, dass in der Pubertät sich das Gehirn so verändert, deswegen sind ja viele Teenager auch so gelangweilt, dass die Glückshormone um 30% runtergefahren werden, um den Jugendlichen dazu zu bewegen, in die Welt hinauszugehen und Abenteuer zu erleben und sich selber auszuprobieren und neue Dinge zu lernen. Was halt leider bei vielen dann auch zu Drogen oder nur noch Rumgammeln führt. Ja, das zum Beispiel jetzt wieder ist, wie gesagt, sehr nachvollziehbar. Nur mal so als kleiner Hintergrund, warum viele sagen, Jugendliche haben immer keinen Bock und sind irgendwie immer so on the edge. Das ist der Hintergrund dazu. Das Gehirn möchte das. Wie sie damit dann umgehen, ist, ja, ist der Erziehung und ihrem eigenen Wesen dann schuld. Warum darf ich mich denn jetzt nicht mehr auf den Stuhl setzen? Eben durfte ich das doch noch. Kann ich die Tür einfach aufschließen? Enough! This is getting you nowhere.
Wenn ich Equipment kaputt mache, ist auch mal kein Problem. Are you done? Are you proud of yourself? I hope so. Because you have to clean all that up. Ja, ja, ich werde das hier aufräumen, den kaputten Monitor. Ah, okay, hier kann ich nicht hin. Okay, ich kann gerade nicht zurück. Moment, Moment, Moment. Yeah, she's calm. She smashed up the apartment first, but she's calm. Ich will ihn jetzt. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Aber ich will ihn jetzt eigentlich nicht würgen oder sowas. Er ist jetzt auch orange und nicht rot. Aber ja, sagt ihr es mir mal. Soll ich jetzt mit ihm interagieren oder nicht? Beim Geburtstag hast du die schlimmsten Mobber-Teenies aller Zeiten verpasst, die uns eine Zigarette an der Hand ausgedrückt haben und uns in einen Raum, in eine Abstellkammer eingesperrt haben. Und ja, wie wir dann weinend gegangen sind, jetzt sind wir in unserer rebellischen Teenie-Phase, dürfen nicht raus und rebellieren. Alles klar, Snorri, dann erstmal... ja, noch viel Erfolg bei dem, was du noch so tun musst. So, ich werde mich jetzt aber mal verabschieden müssen, muss heute noch was tun, bin vielleicht später wieder da. Schreibt der Snorri nämlich. Verhauton! Okay, jetzt haben wir einmal, nee, lass den armen Mann mal, einmal verhauton. Susa, Skillford, was sagt ihr? Ruf da oder nicht? Ich will eigentlich jetzt die nicht angreifen. Aber ich befürchte, das ist, was das Spiel gerade will, oder? Ich glaube, ich habe gar keine Wahl. Ach. Ach, okay. 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 Das finde ich ganz schnieke. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir auch Gedanken kontrollieren können? I'm really sorry, Cole. I hate myself for doing this. Wir sind Hodor. Wir sind Bran, meine ich. I need to go out tonight. Yeah, I know. It's too late to turn back now. Hier sind die Animationen jetzt wieder nicht so gut. Locked. Of course it is. Du Mädel, das geht auch ganz schnell in die andere Richtung. Kann sie ihm nicht zurückgeben, okay. Sollte nicht irgendjemand an den Kameras sitzen und das schon längst gesehen haben? Nur mal so als Frage. Also, ist nur so ein Gedanke. Eine Sache, die ich nur mal ganz kurz anmerken muss, was ich mag, ist, dass sie eine normale Figur hat. Etwas, einfach normal, schlanke Teenie und nicht dieses... We're just gonna go and get some fresh air. Okay,
You want I should call the infirmary? No. There's no need. I'm, you know, Cole's looking after me. So, right, Cole? Yeah, so. What's up, Cole? Cat got your tongue? Hmm? He lost his voice. I think it's like a virus or something. So, I mean, that's more than I've gotten out of him all day long. So. Well, he's not contagious, buddy. You should be home in bed if you ask me. Safer for all of us. Jetzt ist der Stream wieder stehen geblieben. Seid ihr noch da? Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob der Chat noch läuft. Go on now. Sehr gut, das war convenient, was wir hier erzählt haben. Ich hätte es auch geglaubt. Okay, alles klar. Chat läuft noch, dann ist alles gut. There's cameras everywhere. Better not hang around here too long. Oh boy. Ich meine, die Kameras müssten ja sehen, dass er das nicht selber macht. Aber es ist schon eine coole Szene. Dafür bin ich bereit, ein bisschen über die Logik hinwegzusehen. Nö, Beifahrersitz. Nein! Moment, was kann ich denn hier machen? Ich will mich nicht im Kofferraum verstecken. Beifahrersitz will ich. Damn. I mean, I'm not really out of sight. Ach so. Deshalb. Ja, aber wenn überall Kameras sind, dann sehen die doch auch, dass du hier reinsteigst. Ja gut, dann... Moment! Okay, aber wie sie es jetzt verhält, finde ich das schon wieder ein bisschen extrem. Auch als rebellischer Teenie. Vor allem nach der Erfahrung, die sie davor gezeigt haben, wirkt das jetzt so ein bisschen okay. Sie begeht ja dann aller Wahrscheinlichkeit nach ein Staatsverbrechen und kontrolliert Leute, die sie liebt, fremd, um rauszukommen. In den Wald. Ich meine, die Kameras haben alle eingefangen, dass wir unterwegs sind. Forgive me, right? I'll be back soon. Don't worry, I'll be fine. Warum habe ich das Gefühl, dass wir nicht zurückkommen? Okay, Aiden, take him into the forest. Make sure he's safe. Aber es ist schon cool. Okay, erster Schritt wäre für mich, von der Straße wegzukommen. Nehmen wir doch mal diesen Weg hier, diesen unauffällig in den Waldboden geebneten Weg. Eichen schreibt auch, aber wer ist so dumm, das zu machen? Ja. Well, this is the place. The girls must be inside already. Haben sie uns nicht vorher noch erklärt, dass sie keine eigene Klasse hat, sondern dass sie einen Privatlehrer hat und nicht in eine reguläre Schule geht? Hm. Kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber irgendwie zerfällt das Spiel jetzt gerade schon an
merkwürdig geschriebene Sachen und Plotholes. Man bleibt mitten in der Nacht mit seinem Auto in einem Wald auf der Straße stehen. Aus dem Kofferraum kommt ein Mädchen. Das wirkt nicht verdächtig. Ja, stimmt. So. Das sind nämlich Dinge, die einem nicht auffallen, wenn man die Originalreihenfolge spielt. Wenn es dann erst viel, viel später kommt, dann fällt einem das nicht mehr auf. Aber wenn es direkt danach kommt, naja, mal sehen, ob das so gut für sie war. Ich bin nämlich Cleverton, ich merke sowas. Und Meckerton. Na, wurden wir schon wieder verarscht? They're not here yet. We'll wait. Wir haben kein Geld, oder? How old are you, miss? I'm 21. I just want lemonade. Stimmt, Schlauton ist besser. Oh, don't do a Vergewaltigungsszene. Wir haben kein Geld bei, oder? Check some beer. Hallo? Okay, wir haben Geld bei. Wisst ihr, was cool gewesen wäre? Hätte man es wirklich spielen können. Just saying. Ja. Sure. Don't do a Vergewaltigungsszene. Ich habe nämlich gerade das Gefühl, das ganze Spiel wird sein, guck mal, wie sie leidet. Sie leidet. Guck mal, sie leidet. Ganz doll leidet sie. Okay. Naja, weniger beeindruckend. Truth be told, you look kind of young to be in here. How old are you? Nearly 17. Old enough. Whoa, I'm impressed. Your parents know you're in here? Yeah. Sure, they dropped me off. Alles, was sie davon abhält, mir was anzutun. I'm sure they'll be back soon to pick me up. Hey, back off. Well, maybe you know you want to. Oh.
Who's there? Where are you, creep? Show yourself! Come out, you fucking coward! Das heißt, es ist eine Vergewaltigungsbar. Der Barmann macht auch mit. Ach ja, hier wird ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt, das sagt, ihre Freunde kommen gleich. Und sie wird von ihren Eltern gleich abgeholt. Ja, machen wir mal. Yo, let's rape her. Ja, Alkini wollten uns vergewaltigen. Deshalb. Ah, das ist... Ich finde das echt gerade nicht gut. Ich hatte gehofft, es ist besser geschrieben, aber das ist ja wieder so auf die Nase. Och, guck mal, wie schlimm es diesem Mädchen geht. Und wisst ihr, man würde halt, nicht, dass ich was gegen sowas habe, aber man würde halt viel mehr mitleiden, wenn das Spiel auch mal die schönen Seiten des Lebens zeigen würde. Und nicht nonstop, ich meine, es wird es gemacht haben wahrscheinlich in der anderen Version. Indem es hin und her gesprungen ist, aber so in der chronologischen Reihenfolge ist es halt wirklich nur Leid, 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 Leid. Und es würde viel mehr wirken, wenn man auch zeigen würde, dass dieses Mädchen auch Lebensfreude hat und dass es auch gute Sachen, Seiten erlebt hat und nicht, dass das Leben immer nur schwarz, 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 schwarz ist. Jesus, what the fuck are you doing, Sam? Open the goddamn door! Der Barmann steckt mit drin und ist mit. Die wollten gerade ein Mädchen Gangbang rapen. Und danach wahrscheinlich umbringen, weil er der Barmann sonst sein Etablissement verloren hätte, wenn das rauskäme. Fuck! Nein! Come on, Earl! Hurry! Come on, Earl! Hurry! Okay, ich muss ihn nicht erschießen. Gott sei Dank. Ich dachte, das Spiel zwingt mich jetzt. Alkin beschreibt es gerade sehr gut. Naja, betrunkene Männer nachts in einer Bar und dann kommt ein junges, unschuldiges Mädchen. Laut Bundesklischeegesetz Paragraph 38 muss jetzt eine Vergewaltigungsszene stattfinden. Ja, leider Gottes ist das so. Werde mich, glaube ich, gerne mit Snorri dann mal drüber unterhalten, warum er das Spiel so gut fand. Mal sehen, was noch kommt. It's okay. Schreibt, ich hätte definitiv aufgehört zu spielen. Weil es dir zu hart ist oder weil dich die Sachen stören, die ich gerade kritisiere? So. 89% sind an der Eingangswache vorbeigekommen. Ach, okay, man kann da auch sogar scheitern. 81% haben die Barbesucher nicht ausspioniert. 90% haben die Angreifer besiegt.
Wir haben uns aus der DPA geschlichen und sind geflohen. 84% sind in der Bar geblieben. Ach, man hätte auch wieder gehen können. Okay. Na, immerhin das. Aber ich würde fast vermuten, wenn man gehen möchte, würde die Szene trotzdem so ablaufen, dann, dass sie dann halt aufhalten. Und 11%, nur 11% haben die Angreifer nicht erschossen. Wird bald besser, auch wenn es teils wieder dämlich wird. Naja, dann bin ich mal gespannt. Aykin schreibt, weil betrunkene, nicht besonders attraktive ältere Männer sind natürlich ausnahmslos pädophile Vergewaltiger. Richtig. Hine schreibt, mir hätten diese Szenen zu spielen nicht wirklich Spaß gemacht und ein Spiel durchleiden will ich jetzt auch nicht. Jody, get up. Huh? What's going on? Get dressed. I'll explain in the car. Die machen es mir nicht einfach. Sie haben eine Sprechanlage, mit der sie kommunizieren können mit ihr. Und er geht halt zu so einem, ja, 17-jährigen Mädchen, was offenbar untenrum nackt oder zumindest in Unterwäsche in ihrem Zimmer liegt. Und weckt sie persönlich. Na gut. Aber gut, er ist ja sozusagen ihr Vater. Aber ich weiß zum Beispiel noch, meine Eltern haben halt ab einem bestimmten Alter sind die halt nicht mehr dann zu mir gekommen und haben mich wachgerüttelt, sondern sie standen halt in der Tür und haben gesagt, aufstehen oder so. Oder ich hatte halt einen Wecker. Irgendwann will man dann ja auch mal seine Privatsphäre haben. Und wenn man die ganze Zeit von Kameras beobachtet wird, umso mehr. Okay. Entities got through the rift and we couldn't shut down the condenser. Everybody in the building was slaughtered. None of the rescue teams came back. They called and asked for your help. I told them you were just a child, that it was too dangerous. Ah, jetzt geht's los. Wir brauchen sie als Superwaffe. Jetzt kommt's. Ah, I call all the clichés. I called them. Ich fahre dich erstmal hin und sag, dass die dich dringend brauchen und wenn du aber nicht willst, dann sag's. Alle da drin sind gestorben. Hey, schicken wir noch ein Mädchen rein, das hilft. Und jetzt schicken wir das arme Mädchen da rein, wo Spezialeinheiten nichts ausrichten können. Und Hide schreibt nur Alter. Oh. Ja, natürlich kriege ich jetzt keine Auswahl. Wie convenient. Jeden Scheißsatz. Ich muss mich sogar im Bett hin und her drehen und einschlafen per Knopfdruck. Aber jetzt habe ich keine Wahl mehr. Ach, damn. Das ist ja fast Telltale-Niveau. Nur ein hübsch. Eieieiei. Ich glaube, ich werde es mir danach tatsächlich nochmal unchronologisch angucken und gucken, ob es dadurch vielleicht sogar besser wird. Aber es ändert ja an den Szenen nichts. Von daher, da puzzelt sich dann halt nur so Stück für Stück zusammen, was eigentlich passiert ist. Und jetzt erfahren wir es halt von vornherein. Übrigens, eine Sache, die ich auch noch weiß, das wurde mich damals auch oft kritisiert, es ist wohl in der Originalversion so, dass es eine Szene gibt, wie sie so mit ihrem, ach nee, doch nicht. Ja, gehört. Schon gut. Also mir fiel gerade ein, dass es wohl auch noch gute Seiten gibt, die dann aber immer mit den dunklen Seiten zusammengeschnitten wurden. Das ist halt auch immer da, immer dieser Kontrast, hey, sie erlebt was Gutes, alles ist scheiße. Sie schicken ein 17-jähriges Mädchen in einen Raum, wo alle abgeschlachtet wurden. Okay,
condenser's in the lower basement. You need to find the control room. That's all they could tell me. Johnny, the entities around the rift, they're not like Aiden. They're from the depths of the other side. We know almost nothing about them. I've been living with an entity that I know nothing about since the day I was born. I get it. Don't worry. I don't plan on dying today. Er schwankt, ist jetzt auch innerhalb von 5 Minuten hin und her geschwankt zwischen Jody. Wir brauchen deine Hilfe, ohne dich geht's nicht. Aber wenn du es nicht machen willst, sag's. Kannst du zwar nicht, aber sag's. Dann sagt unser, sagt Cole, du kannst du doch nicht da reinschicken. Es ist die einzige Möglichkeit. Und jetzt ist er wieder der fürsorgliche Willem Dafoe. Okay, wir machen das wie ein Tic-Tac-Toe. Fällt 3x3 rein mit Klischees, der von dem zuerst alle kamen, schreibt Bingo. Jeder braucht Papier, okay. Aber jetzt haben wir schon ordentlich Klischees abgehakt. I don't know about you, Aiden. But I'm scared. Wow. Vor allem auch irgendwie ohne Schutzkleidung. Irgendwas werden wir hier einfach reingeschickt. So. Hallo? Warum kann ich mit ihm jetzt, warum kann ich bei ihm keinen Bonus freischalten wie vorhin? Geht nicht. Okay. Okay, Moment. Ah, jetzt sind aber viele Klischees, die ich vorausgesagt habe, sind schon weg. Also was ich auf jeden Fall noch sage ist, wir werden noch einen Liebhaber haben, der uns enttäuscht oder verarscht. Ja gut, es geht ja immer noch, also hier ist es jetzt ja nur zur Aufklärung dieser Monster. Wir werden als Superwaffe eingesetzt werden sollen. Und ja, ich habe ja im Prinzip schon das gesagt, dass der Geist unser toter Bruder ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zählt. Das müsst ihr mir sagen, ob das zählt. Ansonsten. Oh, der tiefe Fall, den brauchen wir noch. Wir werden als Superwaffe eingesetzt werden, dann enttäuscht werden, wir werden dann halt wirklich am Ende völlig werden halt völlig am Boden sein, auf der Straße leben, wie auch immer, irgendwie sowas. Das sind meine drei. Also, Liebhaber, der uns enttäuscht, Superwaffe und dann als Bonus von da tiefer Fall bis ganz an den Bodensatz der Menschheit. Ja, man könnte aber auch weitermachen, klar. Bezugspersonen von uns werden sterben, definitiv. Eine Duschszene, es wird eine Duschszene geben, soweit sie erwachsen ist, Duschszene.
Wir haben ihr nicht mal Handschuhe gegeben, wenn da überall Blut ist. Tja, you got AIDS, sorry. Kann jemand meine aufschreiben, damit wir sie im Nachhinein noch festhalten können? Unser aller, weil ich werde ja heute das Spiel nicht durchspielen, definitiv. Ich denke mal, so eine Stunde mache ich vielleicht noch. Leiten Sie das Echo zu Jodys Kopf, bis sie einen Erinnerungsschub hat. Ach so, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, also so. So. Oh Gott. Damn you, Steuerung. Also, Liebhaber, der uns enttäuscht oder wegen unserer Fähigkeiten verlässt. Wir werden vom Militär als Superwaffe eingesetzt. Hashtag missbraucht. Wir werden danach auf der Straße landen. Also, oder halt irgendwie auf im Gefängnis, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall an den Bodensatz der Menschheit gelangen. Und Bonus nehme ich. Also den toten Bruder nehme ich jetzt mal nicht, weil es hat Snorri indirekt schon bestätigt. Und dann, also drei sollen wir. Ich sage einfach mal alle. Duschszene. Definitiv Duschszene. Ah, ich überlege. Und ich sage Quicktime-Sex. Quicktime-Sex wird es geben. So. Oder zumindest die Möglichkeit dazu. Das Militär habe ich aber vor dir gesagt, bevor du es geschrieben hast. Wir können es ja auch beide haben. Das kann sich auch überlappen. Eigentlich geht es ja nur ums Klischees abhaken. Wir werden ja sowieso wahrscheinlich nicht alle in jedem Stream dabei sein. Aber du kannst das Militär auch rausnehmen. Dann mach das weg und mach dafür mindestens die Duschszene. Na, anstatt Quicktime-Sex würde ich lieber die Duschszene nehmen. Kannst ja Duschszene / Quicktime-Sex. Quicktime-Sex. Das machen auch viele Männer in der realen Welt. Ja, definitiv eine Nacktszene. Wird vielleicht nicht in voller Gänze gezeigt, aber es wird auf jeden Fall eine angedeutete Nacktszene mindestens geben. Outlast Reloaded. Damn you! I saw that. Und wenn man sich umdreht, liegt der einfach sofort wieder. Es soll sicherlich der Effekt sein, aber so, er steht auf, pup! Ich lebe nicht! Ach, damn. Da drin brennst, Jody, ne? Hast du gesehen?
Darf ich dich spontan schon vorher erdrosseln? Nein. Okay. Try to open it from the other side. Ich muss mal sagen, hätte man es als Horrorspiel konzipiert, hätte das echt ganz gut funktionieren können, muss ich wirklich mal sagen. Jetzt wäre ein Gedankenstrom. War's das? Nein, war's nicht. Ja, ich hab's verstanden. Cannot go through there. Ah, Moment. Der Tote ist doch hinter mir aufgestanden. Ich will ihn präventiv erdrosseln. Nochmal erdrosseln. I know. I can feel it too. They're here. Ich hätte den Gedankenstrom von innen machen müssen. Okay, also irgendwie. Ach so. Ich muss aber sagen, dass es so übernatürlich wird, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es gäbe nur unseren Geist. Das finde ich jetzt wiederum ganz cool. Dass es einfach eine ganze Dämonen- und Geisterwelt gibt. Einfach. Man muss ja auch mal das Positive erwähnen, ne? Ja, ja. Überlebt man. Giftung, Sauerstoffmangel existieren einfach nicht. Auch Vergiftungen sind doch gar kein Problem. Deswegen lernt man auch nicht in jeder Schulung, dass wenn im Flur dicker Rauch ist, man da nicht durchlaufen soll. Stimmt, verdammt, Lüftungsschächte als Fortbewegung wäre auch noch eins gewesen, ja. Da liegt noch ein Körper zu spät. Concentration of energy, which allows us to open a temporary bridge. Ah.
war ich jetzt. Schnauze! Ich wäre schon lange ohnmächtig. Und wie gesagt, wir werden hier völlig ohne Ausrüstung reingeschickt. Naja, sie ist ja Supernatural Girl. Das passt schon. Und sie wussten sogar, dass es hier drin brennt. Die werden das ja wahrscheinlich weitergegeben haben. Spezialeinheit. Fun Fact, mit einem normalen Feuerlöscher kann man so ein riesiges Feuer nicht ausmachen. Ein normaler Feuerlöscher löscht nämlich so 15 Sekunden lang etwa. Der ist da, um kleine Brände eindämmen zu können. Ist jetzt auch nicht glühend heiß oder so. Ja. Sie stand halt mit ihrer halben Arschbacke im Feuer. Ich meine, nichts gegen heiße Hintern, aber das ist dann noch ein bisschen zu extrem. Guten Tag. Mir scheint, Ihnen geht es gut. Ah, die Augen werden blass sein. Ja. Oh, die können die sprechen lassen. Wir können noch was von ihnen lernen. Bei unserem Holdering. Da sind sie. No, 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 no. Please, please, go away, go away. God, no, please. Easy. I'm Jody. I work with Professor Dawkins. The entities. They invaded the laboratory. Creatures from the depths. I managed to hide, but they're still here. I know they're still here. Das haben wir auch bemerkt. Get to the elevator. It's working now. You should be able to. Der war hier seit Stunden im Feuer. Oder also mindestens 12 Minuten. Ah. Mama. We always face death alone. What do we say to this? Not today. Ah, damn. He didn't make it very far. Was haben sie denn alle gegen uns? Die Dämonen. Oh, ja. Wie gesagt, wäre es als Horrorspiel konzipiert, das hätte sogar funktionieren können. Tritt ihm in die Eier, das muss auch Dämonen wehtun. Was? Beiß ihm den Kopf ab, Ozzy. Au.
Au, fuck. Verdrück it. Ah, damn, ins Feuer gelaufen. Passiert. Warum kann ich nicht einfach einen Stick in die Richtung drücken? Natürlich schaltet sich Aiden jetzt nicht ein. Aber er steht ja wieder auf. Oder es war ihr erster Mord. Ja, gehen wir mal. Läuft bei uns. Ich glaube, danach könnte die Kleine eine Psychotherapie vertragen. Hm. Ach was, die hatte so eine erfüllte Kindheit, das verkraftet die schon. Ist das Aiden gerade egal? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt in der Szene. Der Plot brauchte das halt, dass Aiden sich jetzt gerade nicht einschaltet. Damit es spannend bleibt, weißt du? Kann nicht sein, dass sie ihre Superkräfte nutzt. Ja, ja, schon verstanden. Stay close, okay? Wir sind hier drin. Oh Gott, warum drehen die denn die Kamera? Ach so, es war nur ein Jumpscare. Ach, damn. Okay, ich darf nichts mehr verschieben. Oh Mann. Darf Aiden immer noch nicht rufen. Aber die meinen es offenbar nicht ernst. Die würgen uns immer nur so ein bisschen an. Das geht? Oh cool, ein Bild 1 zu 1 aus Metal Gear Solid 2 übernommen. Metal Gear Solid 2? Metal Gear Solid 2. I can feel the echo on the other side. Let's take it really slow. Maybe we can slip through unnoticed. Die wissen, dass du da bist. Glaub das, Mädel. Ich
Ich kann nicht nur wiederholen, wir wurden hier ohne Ausrüstung reingeschickt. Wahrscheinlich hat die männliche Spezialeinheit keine Rüstungen und keine Ausrüstung, die für Frauen ausgelegt sind. Keinen Schutz der Brüste beinhaltet. Atemmasken, alle zu groß bei diesen männlichen Männern. Das muss der Grund sein. Where do you want me? Ach, wahrscheinlich dahin, ne? Der bisherige Eindruck ist durchwachsen, ja. Und das muss ich sagen, ist ein Unterschied zu David Cage sonst, weil sonst finde ich David Cage Spiele nämlich eigentlich immer super, bis zum Ende. Da zerfallen sie dann und das hier zerfällt irgendwie von Anfang an. Gut, das ist jetzt die chronologische Reihenfolge, ich weiß nicht, wie es im Original gewirkt hätte, aber ich vermute ähnlich. Da ist, glaube ich, dann wahrscheinlich noch konfuser einfach. Damn. Hallo, Kamera. Da war ein Typ, bei dem ich X drücken konnte. Ich würde gern X drücken bei dem Typen. Bei dem nicht. Bei dem hier. Eben ging das doch noch. Hallo? So, es ist zum Angucken. Alrighty. Och, ernsthaft. Ich darf mich nicht mal in dem Raum bewegen, in dem ich bin. Okay. Ich versuch's bei dem mit dem vielen Blut. Wie, man braucht zum hochgefährlichen Portal zu einer anderen Welt mit bösartigen Geistern eine Schlüsselkarte? Warum denn das? Das verstehe ich auch nicht. So, guck mal, der hier ist nämlich besonders blutig. Der da hinten. Ich will es bei dem probieren. Nein, er ist es nicht. Ah, der ist auch besonders blutig. Der hat eine Schlüsselkarte, sehr gut. Auf seinem Bauch! Ah! The Mistship Soldiers are back. Aiden, es wird Zeit. Aiden, es wird Zeit. Aiden, es wird Zeit. Aiden, es wird immer noch Zeit. Können wir Geisterzombies als Klischee werten? Im Prinzip sind es Zombies. Ich würde meine Schlüsselkarte auch immer auf den Bauch aufheben. Als Toter so. Lass mich raten, sind sie nicht mitgenommen, kommt jetzt hier nicht durch. Doch. Ah, Mystic Soldiers again.
switch to the other side. Ey, das Spiel hat so coole Szenen, aber die werden leider so durchmischt. Mit völligem Scheiß. Nee, darf ich nicht. Ach, Moment. Das ist jetzt wieder richtig cool inszeniert. Das ist wieder eine richtig coole Szene. Was hätte ich drücken müssen? Gebrochene Brücke.
Naja, aber ich mache ja jetzt zu der Frage, ob die dann nicht in der Welt bleiben. Ich mache die ja jetzt kaputt, die Entitäten. Warum genau ist sie überhaupt da raufgesprungen? Da muss ich jetzt übrigens auch Sachen drücken, da sagt es mir das Spiel jetzt wieder nicht. Wie beim Pool vorhin. Billard. Reingesaugt. Deswegen werden wir auch mit reingesaugt. Zumindest fast. Nein, man kann nicht einfach den Strom in der Anlage ausschalten. Alkin, das wäre dann nämlich nicht spannend. So einfach ist das. Oh, haben wir einen verloren. Das finde ich jetzt wieder eine sehr nachvollziehbare Szene, auch wenn er der Grund für all ihre Probleme ist, war er trotzdem ihr Leben lang im Prinzip ihr einziger Freund. Ja, wie wir wieder rausgekommen sind, weiß ich auch nicht. Don't let them ever do that again. If they open a passage, there'll be nothing left. Der Kondensator. Okay. 74% der Spieler haben, wie ich, eine Leiche zum Channeling übersehen. 96% haben den besessenen Wissenschaftler umgebracht. Hätten wir also offenbar nicht tun müssen. Und 79% haben den Kondensator ausgeschaltet. Aha, mal hätte ich ihn noch anlassen können. Interesting. Ready? Cole? Okay, I'm recording. Concentrate, Jody. Tell me if you feel anything in particular about any of these objects. Ach so, Moment. Can you see anything I did? So.
Thank you, Dad. It's so pretty. Open it. Jody? You okay? Yeah, I'm fine. Did you see something? I saw a little girl. It was her music box. Laura. Ah, tote Tochter, und wir sind wie eine Tochter für ihn. Ja. Nathan? Wer hat das vorhin gesagt? Okay, warte. Ich sag's Ihnen. Nathan, someone named Ryan Clayton is here to see you. He says you know what it's about. Yes. Sehr gut, Hide. I'll be back in a moment. Ina hat einen Klischeepunkt. Listen, I never got around to telling her I need more time. No. Professor Dawkins, she needs to come with me today. I have my orders. Sage das mit unser Love Interest. She's only a child. My assistant and I are the only family she's got. She doesn't have any idea what's out there. Look, Dawkins, I see your son. Ja, stimmt, Gilford, du kennst sie ja schon. Da macht es natürlich wenig Sinn, mit zu warten. You gonna bring her to me, or do I have to go and get her? Jody, could you come here, please? Nö. What's going on, Nathan? You look upset. Jody, this is Ryan Clayton from the CIA. The agency wants you to join their military school program at Camp Perry. Ryan's going to take care of you from now on. You have to go with him, Jody. Today. You're joking, right? I'm not going anywhere. Punkt Alkrin. Und im Prinzip auch ich. Aber wir haben es jetzt für Alkrin gewertet. Please don't let them take me away. Jody, I know. It's difficult, but you need to understand, this is a great opportunity for you. You can tell the CIA to fuck off, because I'm not going anywhere. Jesus, listen up, Miss Holmes. I don't give a shit about your pathetic adolescent pouting, all right? Er wird trotzdem unser Love Interest werden. Just shut your mouth and do as you're told. Jody. No. Jody, stop immediately. Man hätte uns ja auch mal vorwarnen können, ne? Dann wäre das vielleicht nicht alles so schlimm gewesen, aber das wäre ja dann nicht schlimm genug für dieses Spiel. Sie muss ja leiden. Leiden muss sie. Deswegen sagt ihr Ziehvater ihr nicht, dass sie irgendwann dahin soll. I'll go get my things. Damit das alles schön traurig ist. Ach, damn, ey. We've got everything you need at Camp Perry.
ist Schnuffel. Ich will Schnuffel. Da ist er. Darf Schnuffel nicht mitnehmen? Was? Oder muss ich erst noch wüten? Ah, ich muss erst noch wüten. Putz! Putz! Genug gewütet? Nö. Besser als in The Order. Ja, sag ich ja, die Person ist der spätere Liebhaber. Das war ja das, was ich gerade gesagt habe. Es beginnt mit Hass und endet mit Liebe und dann endet es wieder mit Hass. Ja, muss ich jetzt hier rumfliegen und Sachen kaputt machen oder meine Tasche nehmen? Ach, meine Tasche nehmen. So, Schnuffel. Schnuffel muss mit. Ah, jetzt legt sie ihn weg. Nein, ich wollte ihn da reinpacken. Steuerung. Schnuffel. So, second try. Aha. Schnuffel muss mit. Der beschützt uns vor Dämonen. Moment, was sind das für Fotos? Jetzt darf ich die Kamera nicht mehr drehen. Ah! Aha. Okay, das ist unsere Familie, das macht Sinn. Das macht auch Sinn. Das macht für mich eher weniger Sinn, das Bild da links. Ein Bild von zwei glücklichen Frauen. Gut. Das sei ihr gegönnt. Wir wissen ja dann in dem Hinterkopf, dass wir beide einen Punkt kriegen für den Liebhaber, der sie verlässt. Deshalb, jetzt, sie lernt noch andere mit ihren Talenten kennen. Das Mädchen braucht noch Unterhosen und nicht zu vergessen einen BH. Frische Schlüppis. Nö, Schlüppis sind ihr offenbar nicht wichtig. Der hat gesagt, nur das Nötigste. Ein Tanga reicht. Moment. So. Don't worry. I'm sure you'll be great.
confused the hell out of you, princess. I'll come and see you as soon as I can. I'll never let you down. Du stirbst. You know that, don't you? Ganz am Ende. I'll always be there for you. Och Mann, ey, Gefühle, so ein Scheiß. Aber ganz sexy ist sie ja schon. Werde immer für dich da sein, aber ich habe dir dein Leben lang verschwiegen, worauf wir dich hintrainieren. Oder zumindest seit ein paar Jahren. Trennung. %81 haben Dawkins über das Geschehene berichtet, Gesehene. %83 haben, wie ich, Clayton bedroht. Und %64 haben Clayton und Dawkins ausspioniert. So. Aber ich würde fast sagen, an diesem emotionalen Höhepunkt der Geschichte machen wir vorhin erstmal Pause. Das waren jetzt knapp ersten fast drei Stunden des Spiels. Ich weiß nicht, wie lange es insgesamt geht. Ich würde mal schätzen, so 10 bis 12. Und ja, dann werden wir irgendwann jetzt die Woche weiterspielen. Ich versuche es wie immer rechtzeitig anzusagen, damit wir unser Klischee-Bingo auch weitermachen können. Aber jetzt habe ich Hunger und morgen habe ich Frühdienst, deswegen sollte ich nicht zu spät essen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Stream. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hätte echt nicht gedacht, dass bei dem Spiel noch so viele Leute einschalten. Und ich werde jetzt, bevor ich Alien Isolation und so spiele, werde ich auf jeden Fall das erstmal fertig machen. Allerhöchstens werde ich immer mal Rhyme reinschmeißen, was am 26.05. kommt. Ja. Und ja, da würde ich dann sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gauton. Ciao.